Und es geht weiter mit ein wenig Spellstone. Heute um 18 Uhr, glaube ich, es steht zwar immer 17 Uhr, aber ist eine Stunde danach, startet das neue Arena-Event. Also das ist kein Gilden-Clash oder so, aber morgen dann um 18 Uhr gibt es was Interessantes, wieder so einen Dungeon. Da bin ich schon gespannt, wie es da mit meinem neuen Deck nun läuft. Und um mich da vorzubereiten, werde ich heute noch fleißig was öffnen. Also hier, dieses Event ist gemeint. Moment, ich hoffe, da kann ich noch bei 2500 drin bleiben. Achso, das geht bis 3500. Ja, die 2000 kann ich ja leider nicht knacken. Ich habe alle Prämien auf Lader schon verwendet, aber genau. Eigentlich Prämienkämpfe habe ich so gut wie alle immer gemacht. Also ich achte immer drauf, dass hier keine ist. Der neue Tag hat gerade erst begonnen. Und genau. Ich weiß nicht, warum ich da so weit unten bin, obwohl 2000, je nachdem, ist das gut oder schlecht, wie man es eben so sieht. Aber genau. Da. Oh, 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 oh. Sorry, tut mir leid, den Sound muss ich gleich anmachen. Genau, zu Scylla muss ich etwas sagen. Irgendwie, ich habe die jetzt einige Runden lang getestet, auch in Dusk Willow etc. Ich bin nicht zu 100% begeistert von dieser Karte in epischer Form, weil Verzögerung 3. Mit einer 2er Verzögerung wäre die Karte echt genial, aber mit einer 3er kommt die irgendwie nie so zum Glänzen, finde ich. Ich weiß nicht. Wie gesagt, dann in Legendär ist die bombastisch bestimmt und jetzt ist sie auch schon ganz fein, aber nicht, dass ich sagen könnte, ohne BGE, ohne diesen Effekt hier, ist sie so ultra heftig. Was ist die denn? Moment. Ach komm, nimm mich nicht auf den Arm. So, okay. Genau, beim Seafall-Event wäre die bestimmt genial gewesen. Also, mal schauen. Ich werde die vielleicht sogar gegen den Lichter-Bogenschützen austauschen. Wie auch immer. Hier auf jeden Fall vorm Event noch die Kämpfe machen, dass ich den Rang halten kann. Kiste habe ich soweit abgeholt, genau. Diese 900 Coins werde ich da demnächst ausgeben, die Arena-Währung inventarmäßig. Oh, da gibt es viel Gold. Da kann ich so einiges aufstocken. Oh, ich hätte sogar noch Nachfüllprämien. Neu habe ich gar nicht gesehen. Ich habe die ja beim Gold-Event alle ausgegeben, eigentlich. Und von daher, jetzt läuft es rund, jetzt läuft es flüssig, so ist es fein. Genau. Und, ach nein, Moment, ich starte mit einem Kampf kurz, denn sonst wird die Währung hier. Ach so, ich bin noch nicht am Maximum, aber trotzdem. Sicher ist sicher. Da habe ich bis zu dem weitergespielt. Bisschen auch bei der neuen Zone. Ah, das ist schön, wenn ich den als erste Karte bekomme. So, ja, jetzt hätte ich sie gezogen. Das ist eine Dreierverzögerung. Da nehme ich den Quaker noch. Oder ich nehme ihn schon. Doch, ich nehme ihn schon. Wer weiß, was er jetzt spielt. Vielleicht eine Karte mit einer Einserverzögerung. Nö, hätte noch gepasst, aber egal. So, jetzt. Eine Runde noch warten, jetzt erstarrt er noch niemanden, aber danach, ach so, danach die Karte, weil der ist ja dann schon tot. Oder den jetzt. Genau. Oder soll ich es jetzt doch machen, weil ich in Führung liege und diese drei Karten zur Auswahl habe? Ja, Arkanstopp benötige ich nämlich dringendst. Ich habe die, ach komm, warum ermächtigst du nicht dich selbst? Egal. Ich habe nämlich zur Auswahl. Nein, ach, die haben beide Unsichtbarkeit, deshalb wurden sie jetzt nicht zu Eis. Das ist böse. Aber die hat doch auch Unsichtbarkeit. Mies, mies, mies. So, ich habe nämlich eine doppelt legendäre Karte zur Auswahl. Boomsting-Duo. Oder eine vierfache epische, den Lichterbogenschützen. Das heißt, mal schauen, die hätte ich gerne beide. Ich weiß nicht, welche ich bevorzugen soll. Ich glaube sogar, der Lichterbogenschütze ist teurer, weil der vierfach fusioniert ist. Oder auf der anderen Seite, der, ach, locker flockig. Auf der anderen Seite der, die Legendäre, die muss ich ja einmal mehr aufwerten pro Fusion. Und dann die finale Karte auch nochmal. Egal was ich mache, das wird heute ein teurer Spaß auf jeden Fall. Ich hoffe, meine 30.000, 40.000 Gold reichen dafür. Und bekomme ich, oh, naja, keine Erzader, das ist ja schön, aber ich suche diesen Brinestone. Complete the Ranger Campaign, Mastery Level 6. Nehmen. 400 Gold. Ja, warum nicht? So, das heißt, hier bin ich fast durch, hier bin ich fast durch, hier bin ich fast durch. Ansonsten komplett fertig. Ich weiß nicht, wo ich dann am besten diese Brinestalls farme. Hier dauert es auch noch elendig lange, bis ich da ein Upgrade machen kann. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, aber um die Scylla eben aufzuwerten, müsste ich hier ein bisschen farmen. Ansonsten, da bin ich bereits durch in dieser Zone, habe mir ein paar keine Brocken geholt. Und hier geht es erst los bei 3 Sternen, aber ich dachte mir, hier hat man noch eine Woche. Das sollte schon irgendwie langen. Genau. Dann wird hier mal ein bisschen geöffnet bei den Paketen.
Und mal schauen, was könnte ich denn jetzt noch benötigen? Die Engelmäßig habe ich jetzt echt schon alles. Da bin ich bei keinem, wo ich sagen würde, ach, hier fehlt mir noch einer. Was natürlich genial wäre, wenn ich mir so einen zweiten vierfach fusionierten Heldenfrosch basteln könnte oder noch irgendeinen zweiten anderen. Aber ansonsten so episch mäßig wüsste ich jetzt gar keine Karte spontan, wo ich sage, da fehlt mir nur, was, jetzt schon? Also, da wüsste ich keine Karte, wo ich, sagen wir mal, nur eine benötige. Greifenritter dreimal, Paladin dreimal, den Noble Champion eigentlich gar nicht mehr, denn den kann ich mir bei einer Kampagne ein viertes Mal holen. Das Elementar hätte ich irgendwie ganz gerne, das finde ich witzig. Mal schauen, weil es heilen kann, aber ansonsten, ja, den Engel noch zweimal, dann hätte ich ihn ein zweites Mal. Aber so, dass ich sage, eine einzige fehlt mir da noch für irgendwas Geniales. Nö, von daher, ach, da versteckt sich auch noch was. Von daher lasse ich mich heute einfach überraschen. Mal schauen, vielleicht ist ja auch was Legendäres dabei. So, Sturmdrache vierfach fusioniert. Ah, mal schauen, 324 habe ich. Und die müsste ich eben zweimal aufwerten. Das wird schon. Das machen wir schon noch. Also Sturmdrache ein viertes Mal. Da würde ich im Quadrat springen. Denn, ja, der ist zu mittelmäßig ohne BGE, aber ich mag ihn trotzdem, weil Doppelschlag und Schild und Panzerung und so, aber den dann vierfach, wow, das wäre für meine Verhältnisse schon ziemlich krass. Da habe ich manche blauen Karten gerade mal doppelt fusioniert und dann eine vierfach legendäre. Ja, ich stehe kurz davor. Noch keine epische bei 7.000, 8.000 Gold. Das wird schon noch. Keine Sorge. Das wird schon noch. Selten, es geht los. Es geht. Aha. Ja, wenn es so selten und dann. Nein! Es gibt die ganze Zeit keinen Ton. Und mir fällt es nicht auf, obwohl ich die Kopfhörer auf habe. Es gibt doch Ton, aber ich habe ihn bei mir auf Null gedreht. Von daher im Video war es schon. So, nochmal Glück gehabt. Und weiter geht's. Also. Wo war ich genau? Der Ton ist doch da. Ich hatte ihn nur bei mir auf Null gedreht. Obwohl ich die Kopfhörer auf... Ich weiß nicht, manchmal bin ich einfach so im Labern und da fällt mir das nicht auf. Der gefallene Soldat oder die gefallenen Soldaten. Jetzt müsste echt mal, ich weiß nicht, ob sowas überhaupt geben kann, ein Chaos-BGE oder ein Untoter-BGE. Denn egal, von beidem habe ich auch jetzt schon einiges. Und die ist irgendwie ganz nett mit einer Einserverzögerung, oder? Ja, Legion Chaos 2 und so Blitz, aber man muss bedenken, ist eine Einserverzögerung. Mit dem richtigen Effekt dann noch, wäre das nicht so schlecht. Also BGE, Battleground Effekt, ist das hier im Fachjargon. Ich sage gerne Buff oder Boost oder keine Ahnung, BGE. Ich muss ja auch das Fachjargon verwenden. Von den Spellstone-Profis, viele seltene. Da vermutet man am Ende dann immer eine epische, aber nö. Oder den Nimble, oh ja, ja, viele seltene, viele, vier. Oder diesen Nimble Leaper Frosch, der wäre natürlich auch was. Oder so ein Goblin BGE, denn Boomsting Duo ist kein Frosch, sieht zwar, wenn man schnell hinsieht, ein bisschen so aus, aber die sind in Wahrheit eigentlich Goblins und ich glaube sogar auch Chaos Goblins. Also, weg mit dem Zeugs. Jetzt kann ich da mal was wagen, dass ich so in etwa weiß, wo ich stehe. Ich glaube, ich würde echt mit der legendären Karte beginnen. Der Lichterbogenschütze ist zwar auch genial, aber die legendäre, die hat... Moment, sortieren wir einfach mal nach... Ist das Goblin? Das ist Goblin, genau. Hier. Blitzberserk. Das bekommt sie, wenn ich sie doppelt voll aufwerte. Akzeptabler Schaden, Lebenspunkte, ja, wird schnell sterben, aber eine Einzelverzögerung. Mit Blitz 4, Berserk 2, wenn ich die in der ersten Runde spiele, mit der Aria. Und direkt verhexen 3 auf den ersten Gegner. Blitz 7, der Schaden, ja, das könnte schon interessant werden. Also, falsches Menü, denn wir wollen ja aufrüsten und nicht verdampfen. Sortieren, Inventar anzeigen und auf geht's. Zweimal muss ich das Ganze machen. Ich glaube aber, ich hatte richtig viel Glück, denn eigentlich gibt es schon so einige Karten, oder? Legendärmäßig. Ich meine, im Free-to-Play-Deck, ja, jetzt nicht tausende, aber dass ich direkt bei so wenigen legendären Karten zweimal hintereinander, oder nicht hintereinander, aber zweimal in ziemlich kurzen Abständen
die identische bekomme. So, jetzt gibt es nämlich noch Nullify dazu. Das ist auch ganz fein. Da wird dann nochmal der feindliche Effekt von irgendetwas reduziert oder eben nullifiziert. Boomsting Shot haben wir jetzt am Start. Schön. Und jetzt muss ich noch ein bisschen sammeln, um die weiter aufzurüsten. Und ich weiß nicht, ich würde sagen, ich tausche die dann gegen Scylla aus. Irgendwie so. Die ist noch, ich weiß nicht, ich habe noch keine Runde gesehen, wo ich mir dann dachte, boah, krass, die Runde habe ich nur gewonnen, weil Scylla. Also mal schauen. Ich meine, der Effekt, der ist echt genial. Dieses Fury 2 bedeutet eben, wenn jemand angreift, bekommt er 2 Schaden. Und mein Angriff erhöht sich permanent um 2. Das ist gut. Aber diese Dreierverzögerung, trotz enormer Lebenspunkte von dieser Karte, ich weiß nicht, stirbt die zu schnell. Und dann noch einmal aufwerten auf Legendär, dann kann die schon so einiges. Ich meine, ich bin ja schon bei der Hälfte, kann man sagen, von den Brine Souls her. Und von daher, ich weiß nicht. Also es ist, glaube ich, keine Schande, wenn ich die wieder rausnehme. Ich wollte sie einfach mal selbst gesehen haben und selbst testen. Ich glaube, das ist auch der Grund. Ich habe mir beim letzten Mal so ein paar Leute aus unserer Gilde angesehen. Das ist auch der Grund, warum die so wenige in ihrem Deck haben bei uns in der Gilde. Weil sie, ja, nicht so krass ist. Oder ich labere hier vollkommenen Unfug und eigentlich ist das die beste Karte der Welt, nur sie hat nicht jeder. Nein, Quatsch. Die muss man echt noch aufwerten, dass sie ihre volle Wirkung entfaltet. Oder die Verzögerung von 3 auf 2 runtersetzen. Auf der anderen Seite, eigentlich ist sie fast so wie der Frosch von mir, der Heiler Frosch. Kann man fast vergleichen, nur eben, dass der ein oder andere Effekt anders ist, aber verhexen alle haben beide. Die Lebenspunkte in etwa sind sogar von Scylla noch ein bisschen höher. Der Schaden ist, glaube ich, auch höher. Ja, genau. Die müsste eben, die werde ich wieder reinnehmen, sobald sie von irgendeinem Effekt profitiert. Glaube ich mal. Genau, war in der letzten Folge ein bisschen zu gehypt davon. Aber das war einfach deshalb, weil ich nie gedacht hätte, dass ich die mit meinem Deck aktuell schon schaffen kann. Vielleicht sollte ich mich jetzt einfach eher Atlas widmen, denn wer Scylla packt, packt vielleicht auch Atlas, ich weiß es nicht. Noch 14.000 Gold, ich befürchte, das wird sich nicht ganz ausgehen für den vollen Lichterbogenschützen. Aber bis zu die... Ui! Der Greifenritter zweimal, das heißt zweimal noch, dann hätte ich ihn ein weiteres Mal viermal. Mal schauen. Aber was ich lieber hätte, ist ein Greifenritter mit einer ordentlichen Rune. Als zwei ohne. Genau. So, was ich sagen wollte. Es sind ja noch 2 Tage hin bis zum Gilden-Dungeon, glaube ich, sagt man. Oder bis Gilden-Dungeon. Nein, ein normaler Dungeon ist ein Solo-Dungeon im Prinzip. Sind ja noch 2 Tage hin. Und bis dahin habe ich noch ein bisschen Gold gesammelt. Und das dürfte sich dann knapp ausgehen, denke ich mal, dass ich den Lichterbogenschützen vierfach in mein Deck hineinnehme. Aber wen kicke ich dann raus? Also jetzt mal Scylla. Und ich muss fast sagen, dieser enorme Kraken. Ich habe gehofft, eigentlich, ich habe da eine Rune reingesetzt und habe gehofft, dass ich den irgendwann vierfach bekomme. Aber war leider nicht so. Und doppelt taugt der nichts mehr mit einer Dreierverzögerung. Den spiele ich auch sehr, sehr ungerne. Ich glaube, Scylla werde ich rauskicken und den enormen Kraken. Echt schade, dass ich da eine Rune verbraten habe, aber nur weil ich die Karte jetzt rausnehme, bedeutet das ja nicht, dass die für immer draußen bleiben wird. Obwohl wahrscheinlich schon, keine Ahnung, ob so schnell wieder ein Seafolk-Event kommt oder was ist die Karte noch? Fast jeder hat ja irgendwie 2, manche Legendäre sogar 3 Fraktionen. Weiß ich gerade gar nicht, was könnte die denn haben? So ein Kraken ist vielleicht Chaos auch? Nö, weiß ich gerade nicht. Oh, wow, 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 wow. Ja, ging schon früh los mit seltenen, aber... Ach komm. Ging schon früh los mit seltenen, aber eine epische. Wollte dann leider nicht mehr in mein Inventar reintrudeln. Nee, jetzt aber. Bei diesen letzten 5000 Gold ist nochmal eine epische dabei. Oh, das waren dann fast 40.000 Gold. Ohne einer legendären. Noch ist ja noch nicht vorbei, aber... Na, da hatte ich schon andere Openings, wo weitaus mehr Blau und Lila dabei war oder Pink. Ui, Garganotos, wie oft habe ich dich jetzt schon? Ich glaube 3-mal und 1-mal kann ich dich holen. Also, wenn mal Goblin-mäßig was läuft, dann geht es bei mir auch gut ab. 2er-Verzögerung mit diesen Effekten, ja, kann man glaube ich auch mal machen.
Sehr schön. Den habe ich jetzt echt. Dreimal plus einmal hole ich mir ihn noch, wenn ich ihn denn dann benötige. Sauber. Sehr feine Sache. Oder habe ich ihn jetzt schon dreimal? Nö, und ich glaube, jetzt bin ich voll. Genau. Jetzt bin ich aber dann fertig mit Öffnen. Das wird alles nochmal verdampft. Moment, die muss ich... Fünfmal müsste ich den Schützen aufwerten. Fünfmal, nö, das langt nicht. Da fehlt beim letzten, glaube ich, dann ein bisschen was. Okay. Ey, wer ist denn da so laut draußen? Das gibt's hier wohl nicht. Sortieren. Achso, schon wieder falsches Menü. Ich muss ja hier aufrüsten. Sortieren nach Goblin. Inventar. Achso, hier. Oh, den habe ich... Doch, dreimal habe ich ihn, einmal hole ich ihn mir. Denn... Sei doch ruhig! Gibt's ja wohl nicht, oder? Kann man hier nicht in Ruhe ein Video machen? Aufrüsten. Die Lebenspunkte sind jetzt noch wichtig. Ein Schaden, das sag ich auch nicht. Nein. Hier nochmal ein Lebenspunkt. Ach so, ich muss ja das noch ausgeben. Genau, dann nein, mit dem Lichterbogenschützen wird's leider noch nichts. Boomsting Shot. Kavums. Sehr schön. Ja, so wäre das natürlich auch fein. Bekommt dann einen Helm dazu und noch ein paar andere Insekten, die da rumschwirren. Ja, das wäre genial. Aber so sollte das auch mal langen. Und ich glaube... Ich kicke aber tatsächlich, oder den Red Claw Traveler, 12 Lebenspunkte, den, ah, der ist auch so, den nehme ich fast nicht mehr. Also wenn ich den habe in der Hand, dann ist es eher so, dass ich sage, ah, keine Lust auf dich. Die Karte ist nicht fusioniert, auch nicht die allerbeste, aber das ist immerhin eine Avian, das heißt, die kann noch verhexen durch den BGE. Die hat zwar eine Rune drin, aber ich weiß nicht. Diese Dreierverzögerung, ich nehme die so selten. Hm. Oder ich kick den raus. Obwohl, der ist ein gutes Mittel gegen manche Karten, weil der Versengen hat und Versengen hat nicht jeder bei mir. Aber wie gesagt, ich nehme die Karte fast gar nicht mehr. Ist zwar ein Frosch durch die Heilung. Ach, ich kick den Kraken raus. Oder? Oder die? Nein, die. Wenn ich eine Einserverzögerung brauche, dann spiele ich mittlerweile echt ganz anderes Zeugs. Tausche ich eine Einser-Verzögerung gegen einen Einser. Genau. Und so sieht es jetzt aus. Doppelt, doppelt. Meine starken Doppelt-Fusionierten haben keine Rune drin. Ich wollte da auf eine epische warten für Verhexen. Vielleicht war es ein Fehler. Mal schauen, habe ich zufällig vielleicht irgendwas bekommen, ohne es zu bemerken? Runen? Nö. Irgendeine Zutat oder so. Sieht wohl nicht so aus. Na gut, mal kurz mein Deck zur Gänze anzeigen. Ja, wie gesagt, ich habe noch ein paar Karten, die mir ein Dorn im Auge sind. Enormer Kraken, weiß ich nicht so recht. Und das meinte ich eben, wenn man die beiden mal vergleicht. Dreierverzögerung, Dreierverzögerung. Verhexen alle zwei, verhexen alle zwei. Okay, heilen kann Scylla eben nicht. Und Unsichtbarkeit hat sie nicht. Und die Effekte sind eben ein bisschen anders, aber dafür noch mehr Lebenspunkte, mehr Schaden. Genau. Na gut, ich denke mal, das war ein erfolgreicher Tag. Und damit werde ich noch die letzten Energiepunkte... irgendwo verbraten. Was gibt's denn da noch? Big Mama, dann bekomme ich ein episches Paket. Habe ich sonst noch irgendwas Interessantes? Karten aufrüsten gibt ein episches. Prämien gibt 4000 Gold. Oh, für Mastery-Sterne bekomme ich bald ein episches Paket. Genau, aber ich glaube, ich werde mich dann wirklich mal auf Atlas stürzen. Also Atlas ist die krasse Karte, die fast jeder hat. Da müsste ich hier so beginnen und diese ganzen Zonen da absolvieren. Und da gibt es dann immer Titan Core. Davon benötigt man 9, glaube ich, um Atlas zu craften. Und so. Genau. Aber, also der erste Stern wird wahrscheinlich noch ziemlich einfach sein und dann wird es etwas kniffliger. Aber hier bin ich jetzt beim 7. Stern und da ist es auch, das ist auch kein Zuckerschlecken. Also, und hier sind wir wieder. Wenn ich diese Wahl habe, nehme ich Burgberggreif und nicht enormer Kraken und auch nicht Red Claw. Wenn ich die Karte, wow. Wow, 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 wow. Das ist eine böse Karte. Und Boomsting Shot. Jetzt kannst du mal zeigen, was du so drauf hast. Also. Boah, der hat zwar den Doppelschlag und so, aber so wenig Schaden. Mann, Mann, Mann. Wenn der nicht Schwächen gehabt hätte. Boah. Das war's für die Karte. Boah, mit einem überlebt. Dankeschön, Panzerung. Der Quaker kommt vielleicht gerade noch rechtzeitig. Kann er die jetzt kaputt machen irgendwie so? Wenn der noch blitzt, blitz bitte rüber. Oh. Das wäre es gewesen, wenn du rüber geblitzt hättest. Und der hat direkt korrosiv auf 0 Schaden. Wow, bitter. Das ist echt bitter jetzt hier so, was da gerade abgeht. Ja, mit 0 Schaden wirst du leider nicht allzu viel erreichen können. Ermächtige die doch, siehst du nicht, dass die 0 Schaden hat?
Korrosiv. Korrosiv sollte doch ablaufen, wenn es in einer Runde nicht getriggert wird erneut, oder? Muss da noch eine Runde dazwischen sein? Jawohl, die ist mal kaputt. Sehr schön, läuft noch ganz gut bisher. Nur die einzige Sache, die mich ein bisschen nervt, ist, dass die alle auf 0 Schaden runtergemacht werden. Ich meine, was soll das? Da zündet ja kein Berserk etc. Die Karte ist ja deshalb so stark, weil sie durch Berserk irgendwann, keine Ahnung, 20 Schaden erhält. Aber wenn die nie angreift, dann gibt es auch kein Berserk. Warum läuft denn Korrosiv nicht aus? Das müsste doch ablaufen, oder? Täuscht mich das gerade. Ich bilde mir ein, Korrosiv müsste ablaufen, wenn das in einer Runde nicht gezündet wird. Seltsam. Das ist sehr seltsam. Okay, mal schauen, ob das noch was wird. Was? Die lebt noch immer? Mit einem Lebenspunkt. Okay. Mehr hätte ich da auch nicht erwartet. Aber jetzt ist sie auf 9. Und wenn Berserk ein paar Mal häufiger getroffen hätte, wäre die schon bei, keine Ahnung, 20 Schaden locker. Ist fein. Vor allem, wie lange die überlebt hat. Ja, ich denke mal, das war ein guter Austausch. Hier diese Karte reinzunehmen. Jetzt noch so eine epische Blitzrune. Dagegen hätte ich nichts einzuwenden. Sauber, läuft ja wie geschmiert, muss man sagen. Der lebt auch noch? Okay. Mit einem einzigen Lebenspunkt. Ja, diese ganzen Heileffekte und so, die man sich da kauft mit den Runen. Ich nehme sie jetzt mal. Warum denn nicht? Eigentlich müsste die wohl liegen, wo gegenüber jemand ist, dass durch den Schaden, den Angriff schon mal der Schaden raufgeht. Komm, 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 Brine Soul. Nein. Letzte Runde für dieses Video. Und ich starte... Moment, was hat der? Ermächtigen. Ich starte mit der Einserverzögerung. Denn... Ach, der hat den direkt wieder aufgeheilt. Dann noch eine Einserverzögerung. Rein rechnerisch dürfte sich das nicht ausgehen. Vor allem mit Unsichtbarkeit dann noch. Autsch, der hat hier alles sozusagen ignoriert. Die ganzen Verhexeneffekte etc. Denn ansonsten... Jawohl, nochmal verhext. Komm. Hat nicht ganz... Was? Den Acro habt ihr gleich gekillt? Seid ihr verrückt? Jetzt wird's aber knifflig. Der hat nur diese. Alle mit 1er Verzögerung. Komm, die müssen wir jetzt kaputt machen. Beide sogar. 15 Schaden, jawohl. Und die wurde mal außer Gefecht gesetzt. Ja, okay. Noch ist's ziemlich habig hier, sage ich jetzt mal. Jo, klar. Direkt gekillt. Ja, die kann ich jetzt nicht nehmen, oder? Aber was habe ich denn von der? Naja, erstarren eventuell. Heieiei. Das ist gerade übel. Das, jo, klar, ein Lebenspunkt. Wie konnte die Acro Defender Karte in einer Runde sterben? Das gibt's wohl nicht, oder? Seid ihr noch ganz knusper? Das war's. Das war's leider. Na gut, dann würde ich mal sagen... Was ist mit der Folge? Mein Deck ist zwar ein bisschen besser geworden, aber irgendwie läuft es trotzdem nicht rund. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach nicht mehr weiter.